Hallo Freunde des Lichts. Einer meiner Abonnenten, der Andreas Meyer, hat mir ein Päckchen geschickt und da freue ich mich schon eine ganze Zeit lang drauf. Die Post hat ein bisschen gebraucht, bis es ausgeliefert hatte. Dann lag es auch noch ein bisschen, bis es abgeholt wurde. Okay. Aber jetzt schauen wir mal rein, was da drin ist. Ich glaube, so der manch einer von euch würde sich über so ein Geschenk auch sehr freuen. Ha. Ich habe zuerst alle Adressdaten unkenntlich gemacht, weil ich mir nicht genau im Klaren darüber war, ob Andreas es haben möchte. Ich habe das aber mit ihm abgeklärt. Er ist einverstanden, wenn ich seinen Namen nenne. Deswegen habe ich ihn auch gesagt. Mal schauen wir uns das ganze Ding mal an. Freu. Offen, ja. Okay, das passt. Ah ja, kleines Briefchen noch dabei. Hallo, ich wünsche dir viel Spaß beim Feuermachen. Mach weiter so. Liebe Grüße. Oh ja. Ich denke, ja. Kommt schon. Und zwar richtig schöne Kienspanstücke. Eine ganze Menge. Und, da werde ich doch gleich mal ausprobieren müssen. Da geht es gleich mal ab. Ist ja eine riesen Menge. Das kann ich ja im Leben nie verbrauchen. Boah. Also Andreas, vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, ob ich die jemals verbrauchen kann. Da sind einige richtig schön gedrängte Stücke dabei. Aber jetzt will ich es doch gleich mal ausprobieren. Gleich mal rausgehen. Bisschen was anzünden. Ha! Spaßhalber machen wir jetzt hier so einen kleinen Test. Erstmal hier einen Indoor-Test. Kienspan ist es dann, wenn es schwarz raucht. Wie das schwarz raucht. So, ich besorge jetzt erstmal ein paar Ästchen und dann werden wir weitersehen. Jetzt ist alles vorbereitet, ein bisschen kleines Holz habe ich gesucht und die nächstgrößere Stufe auch noch ein bisschen. Ich will ja jetzt erstmal kein Lagerfeuer machen, ich wollte einfach nur mal ausprobieren, wie das jetzt läuft mit dem Kienholz. Bin da wirklich sehr gespannt. Bei uns in der Gegend gibt es so gut wie kein Kienholz zum Sammeln. Die Bäume haben wir ja nicht, wir haben hier keine Kiefern. Aus dem Grund, also so gut wie keine, da muss man schon lange, lange danach suchen. Und deswegen hat mich Andreas angemeldet und angeschrieben, er hätte da so eine kleine Kienholz-Goldgrube bei sich in der Nähe. Das finde ich natürlich jetzt sehr interessant schon. Man sieht an den Stücken, ich habe nicht alle mitgenommen, ich habe nur eine kleine Auswahl mitgenommen von dem ganzen Paket. Man sieht an den Stücken, die teilweise sehr hart durchtränkt sind, das sind die dunkleren Teile hier. Und andere wiederum, die sind dann ein bisschen heller. Da ist vermutlich weniger Harz drin. Jetzt werde ich folgendermaßen vorgehen. Ich werde von den Starkharzgetränken werde ich ein bisschen was abschaben, so kleine Löckchen. Und von dem vermutlich weniger Starkharzgetränken mache ich ein paar Späne weg, so als Brandbeschleuniger. Und dann müsste das eigentlich laufen.
bisschen mehr darf das schon sein. Hab ja jetzt genug. Freizügig will ich jetzt auch mal nicht sein. Nehmen wir noch ein Stück. Ja, das ist vermutlich weniger Harz. Schneide ich jetzt mal noch ein paar Späne dazu. Ja, sieht doch nicht so wenig aus. Aber ist okay. So, mehr wird nicht vergeudet, gespart wird. Na komm, bleib hier. Und ab damit zur Feuerstelle. Also, ist echter Kienspan. Das ist der letzte Beweis. Der Indoor-Beweis hat schon gezeigt, aber der Beweis hier eindeutig. Feuer brennt. Man sieht natürlich, oder hat am Anfang gesehen, an der starken Rauchentwicklung. Es hat halt jetzt nur geregnet die letzte Zeit. Klar ist da noch viel Feuchtigkeit in der Rinde, aber im Augenblick geht es schon wieder. Ein bisschen Kienholz, ein Messer und ein Feuerstahl. Und schon kann es warm werden. Oder das Süppchen brodeln. Aber ein schwerwiegendes Problem habe ich jetzt noch. Und zwar habe ich mich wirklich sehr, sehr schwer verletzt. Ganz, ganz schwer verletzt. Schaut euch das an. Nicht jetzt beim Holz holen oder beim Feuerchen machen. Das war vorher schon. Aber sieht man es? Das Nest ist unangenehm. Das hört nicht auf. Deswegen ist gut, wenn man die erste Hilfeausrüstung dabei hat. Und die werde ich jetzt auch gleich mal einsetzen. Ihr dürft dabei sein. Es ist wichtig, wenn man rausgeht, immer ein Erste-Hilfe-Kit mit in der Ausrüstung. Und mag das auch noch so klein sein. Ich habe jetzt hier mal das Größere mitgenommen. Ist ja auch genug Platz in dem Rucksack.
Desinfektionsmittel pur. Das Cola und der Zucker ist ganz klar fürs Gehirn. Dopaminausschüttung, Beruhigung, Schmerzlinderung und der Alkohol hier ist rein zur Desinfektion. Das ist alles kein Spaß. Es macht mir keinen Spaß. Ich schwöre. Ich merke direkt, wie der Schmerz vergeht. Es hört auch direkt schon auf zu nässen. Hat gewirkt. Erste-Hilfe-Kit ist Gold wert. Und euch, meine lieben Freunde, sage ich, wir sehen uns.